Welcome back to another reaction video. Today, I'm going to be taking a look, reacting to Volker Pisper's History of USA and Terrorism, one of five. So there's five parts to this. I'm going to go through them all. I'm on the playlist of it here. So yeah, I saw this recommended. So we'll take it out. I love some comedy. So far with the German reactions, the comedy reactions, there's been a few like political type shows. And I think some people are focused so much on the like the political side, the left, far right, all that. And I'm not really about that. I love comedy in general. So like funny stuff. So yeah. So general jokes, I'll prefer when they're not political because there won't be people giving political comments because I don't care about that at all. I'm like, so yeah, not interested in that stuff. I'm just about listening to funny comedians. That's what it is. So yeah, hopefully he's on that side. But I assume, yeah. It's low quality. It's going to be older, but that's all fine too. Let's Sie go. Haben sich ja alle an die neue Zeitrechnung yeah. gewöhnt. Früher sagt It's got the manual. They put in manual subtitles, which is good, so I don't have to worry about it. I prefer that because then, yeah, I can look straight at the video and not looking down, and you can tell when I do that. Anyway, the quality is not so great as well, but not just if it's not in HD, but what you can see at the start. Let's get right into it, though. Sie haben sich ja alle an die neue Zeitrechnung gewöhnt. It's still the kind of the same spot anyway. Und nachchristliche But it's slightly bigger. Anyway. Stop interrupting the video, mate. Let's go. Sie haben sich ja alle an die neue Zeitrechnung gewöhnt. Yeah, I'm still looking down to it. Vorchristliche Geburt und nachchristliche Geburt. Und heute teilen wir die Welt ein in vor den Anschlägen und nach den Anschlägen. Allein dieses Datum ist eingegraben ins kollektive Gedächtnis der Menschheit. Der 11. September, wer kann den Tag jemals vergessen? Ein Dienstag war das. Der 11. September 1973. Ja, es war auch ein Dienstag. It was a Tuesday. Wer das immer noch nicht weiß, am 11. September 1973, da wurde Salvador Allende, der im Gegensatz zu Bush demokratisch gewählte Präsident Chiles, der wurde mit Hilfe einer amerikanischen Terrororganisation namens CIA aus dem Amt geputscht. 3000 ermordete chilenische Demokraten. Den Mordbefehl gab der damalige Osama Bin Laden, Henry Kissinger. Bis heute nicht ergriffen, außer von sich selber. Ersetzt wurde Salvador Allende dann durch eine amerikafreundliche, faschistische Militärdiktatur unter Leitung von Augusto Pinochet, ein ausgewiesener Menschenrechtsexperte. Die Amerikaner hatten bei der Auswahl ihrer Statthalter und Verbündeten vor Ort immer ein geschicktes Händchen. Das kann man nicht anders sagen. Aber ich spüre ja auch heute ab wieder, wie an dieser Stelle hier die Kälte auf die Bühne gekrabbelt kommt. Ich weiß, es ist ein heikles Thema. Der Kanzler hat es ja mehrfach offen gesagt. Er hat gesagt, wir sollen nicht in einen oberflächlichen Anti-Amerikanismus abgleiten. Aber meiner ist gar nicht oberflächlich. See, okay. So it has, there is when terrorism was going to be in the title, I knew maybe it might, yeah, there's going to be some political feedback or talk. But again, like just little, like the punchlines when they're there, yeah, like that's the aspect I look for and not, like I already said, analyzing everything in a political sense, but you have to, you know, in like at least a little bit when that's a subject matter, I guess. But yeah, I just like to laugh at the funny things. Isn't that where comedy should be so simple? And not turn it into your own political agendas. Ich habe ja auch gar nichts gegen Amerika. Das ist ein wunderschönes Land. Das Problem sind die Menschen, die da leben. Es ist ein bisschen wie mit Bayern. Exactly. Like something. Die Gemütsverfassung ist durchaus amerikanisch. He's not even against America. It's a beautiful country, but what's the issue? Es ist ein wunderschönes Land. Das Problem sind die Menschen, die da leben. The problem are the people living there. Like, see, that's just like a simple, funny punchline there for me. And like one-liner type thing. I love that. And again, it's not everyone. Just because there's so many people, there's going to be some idiots.
or a lot. Es ist ein bisschen wie mit Bayern, sage ich immer. Okay. Die Gemütsverfassung des Durchschnittsamerikaners jedenfalls ist mit naiv sehr wohlwollend umschrieben. Von der Welt wissen die meisten Amerikaner nicht sehr viel. Die meisten Amerikaner wissen nur eins von der Welt: Wir sind die Guten. We are the good guys. Und das ist eine sehr schöne Sache, denn es geht nicht über ein einfaches Weltbild. Das kennen Sie noch aus den Zeiten des Feminismus. Wenn man weiß, wer der Böse ist, hat der Tag Struktur. Für die Amerikaner war die Welt jahrzehntelang klar überschaubar. Das Reich des Bösen lag im Osten, die Sowjetunion, der Kommunismus, das wurde bekämpft. Man hat Bollwerke errichtet auf der ganzen Welt gegen den Kommunismus, zum Beispiel auch damals in Persien, heute der Iran. Iran. Da hat man einen sympathischen, talentierten, jungen Diktator, den Schah von Persien, Reza Pahlavi, so lange aufgerüstet, bis der über die viert- oder fünftgrößte Armee der Welt zum damaligen Zeitpunkt verfügte, als Bollwerk gegen den Kommunismus. Um die Armee finanzieren zu können, hat der Schah von Persien in guter amerikanischer Menschenrechtstradition seine eigene Bevölkerung derart unterdrückt und geknebelt, dass die verzweifelten Perser sich eines Tages hinter einen religiösen Führer geschart haben, um den Diktator loszuwerden. Der religiöse Führer hieß Ayatollah Khomeini. Da ist jetzt sympathisch nicht das Wort der Wahl. Sie spüren aber schon, wie verzweifelt die Perser gewesen sein müssen. Oder ahnen Sie das Ausmaß an Verzweiflung, das notwendig wäre, dass Sie sich hinter den Papst stellen, um Gerhard Schröder loszuwerden? Oh. Bleiben wir realistisch, die verzweifelnde Deutsche war nicht mal groß genug, um sich hinter Edmund Stoiber zu stellen. Aber zurück zu diesem iranischen Ayatollah. Hat funktioniert. That worked. Sie können aber Khomeini sagen, was Sie wollen. Der Mann hat eine friedliche Revolution organisiert. Da ist kein Schuss gefallen von Seiten der Demonstranten. Es sind Menschen erschossen worden von der Armee, aber es kamen immer neue Demonstranten. Am Schluss standen 1 Million Demonstranten auf der Straße. Die viertgrößte Armee der Welt mit Gewehr im Anschlag den Demonstranten gegenüber. Und die haben gesagt, dann schießt doch. Ja, komm. Dann schießt er. Wie viel wollt ihr jetzt noch erschießen? 50.000, 100.000, wie stellt euch das vor? Hier geht keiner mehr weg. Die Armee hat die Entschlossenheit der Bevölkerung gespürt. Sie hat sie in die Kaserne zurückgezogen, es ist kein Schuss mehr gefallen. Der Schah von Persien musste fliehen. Einer der mächtigsten Diktatoren der Region musste fliehen. Mit Farah Diba und der Packerfläche vor Kohle. Ab nach Ägypten, später zu den Kumpels in die USA. Da ist er in ein adäquates Erdloch gezogen. So viel zum Thema, wie ein Volk einen brutalen Diktator überhaupt loswerden kann. Heutige Diktaturexperten sehen das natürlich völlig anders. Angela Merkel zum Beispiel. Angela Merkel zitiere ich ja am liebsten wörtlich. Ich habe noch keine bessere Möglichkeit gefunden, diese Frau zu beleidigen. See, you could probably tell I wasn't sure who that is, but just how he said this, I've yet to find a better way to insult that woman. Like, that's... that was good. Eine bessere Möglichkeit gefunden. Angela Merkel zitiere ich ja am liebsten wörtlich. Ich habe noch keine bessere Möglichkeit gefunden, diese Frau zu beleidigen. Say... Angela Merkel hat vor dem Irakkrieg wörtlich gesagt, ich habe in einer Diktatur gelebt. Ich weiß, Diktatoren sprechen nur die Sprache der Gewalt. Da habe ich mich geschämt. Wir hätten doch die Merkel in ihrem bewaffneten Kampf gegen Honecker unterstützen müssen. Wir hätten doch versuchen müssen, die Brüder und Schwestern in der DDR gewaltsam zu befreien, oder? Mit ein bisschen Glück wäre uns die Merkel als Kollateralschaden erspart geblieben. Ja, die Merkel sagt inhaltlich nicht viel. Aber wenn sie was sagt, dann ist sie doch nichts. Da können Sie fest von ausgehen. Aber zurück zu Khomeini. Khomeini hat den Schah von Persien vertrieben. Die Perser waren sauer. Die Amerikaner hatten bis zuletzt den Diktator unterstützt. Die Amerikaner waren auch sauer, denn die schönen Waffen waren jetzt in der Hand von Ayatollah Khomeini. Ein religiöser Fundamentalist. Ein Moslem. Moslems. Menschen, die ihre Religion ernst nehmen, für Katholiken unvorstellbar. I love his facial expressions, though. Der Iran wurde damals quasi über Nacht, 1979, wurde der Iran vom Bollwerk gegen das Böse zum Reich des Bösen selber. Das entscheiden die Amerikaner ja nach Tageslage.
Jetzt musst du das Reich des Bösen wieder bekämpfen. Da haben die Amerikaner gesagt, wer kann das für uns machen? Und da haben die auch wieder einen sympathischen jungen Mann gefunden. Der wohnte da gleich um die Ecke. Damals noch nicht in einem Erdloch. Saddam Hussein. Ein talentierter Diktator seiner Zeit. Remember him well. Gesagt, Hussein, wir machen ja schon seit Jahren prima Geschäfte miteinander. Wir wissen, du bist ein zuverlässiger, skrupelloser Diktator. Wir rüsten nicht weiter auf. Du marschierst im Iran ein. Du stoppst den Khomeini mit seinem schiitischen Gottesstaat. Und die Ölquellen, die du erobern kannst im Grenzgebiet des Iran, die darfst du behalten zur Belohnung. Da drückt man ein Auge zu, wenn du die Grenze begrabst. Der Hussein war sofort einverstanden. Denn mit Islam hat der Hussein noch nie was am Hut gehabt. Der Islam geht dem Hussein genauso weit am Arsch vorbei wie dem Bush das Christentum. He said Hussein gives as much about Islam as Bush gives about Christianity. Oh, that's tough. Hussein genauso weit am Arsch vorbei wie dem Bush das Christentum. Ja, die amerikanische Außenpolitik hat doch nichts mit Menschenrechten zu tun. Da geht es um Schürfrechte, sonst um überhaupt nichts. What about the mining? Yeah. Saddam Hussein wurde aufgerüstet. Wir haben ihn ja auch aufgerüstet. Es gibt die Liste mit den 68 deutschen Firmen, die Saddam Hussein aufgerüstet haben. Und die haben ja auch letztes Jahr die Beobachter angeboten, um zu gucken, ob noch alles da war. Der Hussein ist im Grunde ein fairer Geschäftspartner. Der hat sich an die Abmachung gehalten. Der ist schon 1980 über den Iran hergefallen. Er hat den Iran überfallen. Ist aber nicht weit gekommen. Die blöden Perser haben sich gewehrt. Die Sache zog sich hin. 8 Jahre lang. Golfkrieg. Gulf War. 8 Jahre lang hat Saddam Hussein mit Unterstützung der Amerikaner einen Invasionskrieg gegen sein unschuldiges Nachbarland Iran geführt. Wir waren neutral. Wir haben beide Seiten schön mit Waffen beliefert. Ja, sind ja Arbeitsplätze, ne? Ohne Deutschland darf nie wieder ein Krieg ausgehen. Oder so ähnlich. Ja. Hold up. Never again a war must be started without Germany. Pun making fun of a pacifist slogan. Okay. Oder so ähnlich. Or something along those lines. Ja, yeah, da. Nach 8 Jahren hat der Hussein gemerkt, ich komme da nicht rein. Ich kann nicht wirklich Fuß fassen. Meine eigenen Verluste sind so groß. Er hat sich zurückgezogen in sein eigenes Land. Die Amerikaner haben geschmunzelt. Der Khomeini war ja 8 Jahre lang beschäftigt gewesen. 1 Million Tote, schöne Verluste auf beiden Seiten. Den Amis war es gerade recht. Und der Hussein wollte aber seine Belohnung. Ja, da haben die Amerikaner gesagt, ja, wie Belohnung? Hast du Ölquellen erobert? Nee, hat der Hussein gesagt, habe ich nicht. Ja, da hast du doch keine Belohnung. Da war der Hussein pampig. Da hat er ein bisschen rumgepumpt und 2 Jahre später hat er gesagt, wisst ihr was, da hole ich mir die Ölquellen jetzt in Kuwait, da komme ich viel leichter rein. Da waren die Amerikaner wieder pumpig. Moment mal, Freundchen, welches Land du überfällst, das bestimmen ja wohl immer noch wir. Hussein, zum Mitschreiben. Take notes. Perser abknallen und Kurden vergasen. Da hat keiner ein Problem mit. Aber Kuwait besetzen, da ist Schluss mit lustig. Der Hussein wusste gar nicht, was los war. Was hat er denn falsch gemacht? Hatte der Hussein irgendwas anders gemacht als all die Jahre vorher? Das muss man doch einmal erklären. Was hat Saddam Hussein 1990 anders gemacht als all die Jahre vorher? Hatte der sich verändert? Nee, der hatte sich einfach nur rumgedreht. Just turn around. Und hatte eine andere Nachbardiktatur überfallen. Kuwait ist genauso eine Diktatur wie all die Länder da unten. Sich verändert? Nee, der hatte sich einfach. Okay, be sure to stick around for the following parts. That I got a feeling there that it was just gonna end because I saw the time and all that, how long left on the video, and it wasn't gonna be an end of a sentence or something like that, and a new part. But anyway, I'm gonna try and do these pretty quickly. So if you're watching these reactions for this specifically, you're not going to be holding out too long. So be sure to subscribe. Even if you only want to see my reactions to this, I'll try and do this over, over the next week. I'll try and get the videos out. Maybe over the next few days, I'll see response to this video. So leave a thumbs up if you want to see some more and get more recommendations. As I said, I can mention the political stuff and all that, but I like to get across the point of, comedy. I absolutely love comedy. So, any type, I've reacted to a few other comedians as well. And I thought they're pretty funny. So different type of comedy videos that, stuff I can laugh at,
that's one of my favorite type of things. Yeah, comedy. So yeah, I like to get that point across. So you can give me some more recommendations to watch, react to, all that kind of stuff. Be enjoying doing that. So I'm going to leave it there for today, though. Keep your eyes out for the following parts of USA and terrorism. See, even hearing that, yeah, like that's not one of my favorite things to like think about, like terrorism and all that. And it's just, but yeah, it's cool. It's been funny so far. So I'm interested to see where it goes, because this is just the first part of it. So he hasn't completed the show yet, or this routine anyway. So I'm going to leave it there. I'll see you in the next one.